Willkommen, Freunde, zum ersten Stream vom Flo im Jahr 2021. Und wir starten dieses Jahr mit einem echten Klassiker. Es wurde sich gewünscht, Sam & Max Hit the Road. Und ja, ich würde sagen, legen wir los. Freunde? Freunde? Wir waren nur dreimal zusammen weg und schon erzählst du mir, wir sollen nur Freunde sein? Du hast mir niemals eine Chance gegeben und dafür... wirst du brutzeln wie eine grobe Bratwurst? Es ist ja nicht so, dass ich dich nicht mag. Es ist bloß... nun, möglicherweise bist du einfach ein zu netter Typ. Ich nehme an, ich würde lieber mit jemandem ausgehen, der weniger... nun, vorhersehbar ist. Hallo? Das hier ist kaum der Lincoln-Tunnel, Sam. Oh, Schneider. Für mich sieht das aus wie eine Art zum Scheitern verurteilte Geiselnahme. Oh, heißt das, wir können gleich einem verrückten Wissenschaftler in seinen schwabbligen, käsigen, aufgequollenen Arsch treten? Mir fällt nicht ein, warum wir es lassen sollten. Ihr seid ja völlig nutzlos, Freelance-Police. Ein leichter Druck auf den Hebel und meine undankbare Abendverabredung wird zu einer halben Tasse entropischen Atomstaubs reduziert. Ich wusste gleich, dass er kein echter Doktor ist. Soll ich den mutmaßlichen Täter stellen, unterwerfen und bestrafen, Sam? Mich ihn auf, Kleiner. Ist das wirklich du oder ist das wieder ein anderer Keks? Oh. Hey! Klasse Schlag! Hui! Hä? Der Typ ist nicht echt, Sam. Kann ich seine Rübe als Souvenir behalten? Warum glaubst du, tickt das Ding? Das ist kein Kopf. Das ist eine verdammte hässliche Zeitbombe. Lass uns von diesem Sündenpfuhl verschwinden. Pronto! Starke Idee, Sam. Vielleicht können wir diese tickende Rübe irgendwo hintitschen, während die Credits laufen. Kann ich fahren? Wenn du mich völlig verkrampft und kreischend wie eine 13-jährige Jungfrau ertragen kannst? Sam, ist es nachts dunkel? Goodbye, Sam und Max. Ich werde nichts von dem jemals vergessen, was ihr heute hier getan habt. Hi, Kanada. Schneiwaren alle. Das ist, glaube ich, auch das erste Point and Click, das wir jetzt hier auf dem Channel haben. Ha
Nun, das war mal ein erfreulich zurückhaltender Vorspann. Mir machte diese käsige Atmosphäre der Rückblenden viel Spaß. Wovon zum Teufel sprichst du, Max? Sam, entweder graben sich Termiten durch meinen Schädel oder einer von uns tickt. Ups, stimmt. Max, wo soll ich die entsorgen, ohne dass sie jemanden verletzt, den wir kennen? Schmeiß sie aus dem Fenster, Sam. Dort draußen sind nur Fremde. Ich hoffe, da saß niemand in diesem Bus. Zumindest keiner, den wir kannten. Hallo? Ja? 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 Nein. Wirklich? Sieh mich auch. Wieder einer dieser verwirrten Volkszähler? Eigentlich war es der Commissioner mit einem neuen, idiotischen und verwirrenden Auftrag. Beinhaltet er auch mutwillige Zerstörungen unsererseits? Können wir nur hoffen. Weil dieser Auftrag streng vertraulich behandelt werden soll, werden wir einen Kontaktmann draußen auf der Straße treffen. Oh, langsam kommt hier ein wenig Handlung rein. Möwi und Flo gehen auf die Reise, Möwi und Flo gehen auf die Reise, Möwi und Flo. Möwi und Flo. Hi, Möwi! Alter, ich mag das Spiel jetzt schon. Der Humor ist gut. Das ist mein Humor. Bomben auf Busse werfen von Leuten, die man nicht kennt. Vertikaler Besteckkasten. Das ist eine gute Beschreibung. Ich steck da ein Messer. Was zum... Was ist das? Wir haben keine Zeit für alberne Telefonate. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Okay. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Weil es derselbe Sprecher wahrscheinlich ist. Was ist das da? Ach, es ist ein Auge. What the fuck? Was ist das? Das kann ich nicht aufheben. Das ist ein völlig unbrauchbares Ding. Das ist Max Kakerlaken-Schaukasten. Was? Was? Mehrmals was aufheben, okay? Nein, ernsthaft. Das kann ich nicht aufheben. Bist du beschränkt? Ich kann das nicht aufheben. Lies es von meinen Lippen. Ich kann es nicht aufheben. Ich gebe auf. Jetzt hast du es geschafft. Du hast Sams Geist gebrochen mit deinem blöden Heb-das-mal-auf-Versuchen dieses albernen Gegenstandes. Würde ich sein selbstmitleidiges Schluchzen nicht so amüsant finden, ich könnte dir deine Gliedmaßen abreißen. Was? Ignoriere ihn einfach. Vielleicht verschwindet er ja gleich. Ach so. Ignoriere ihn einfach. Vielleicht verschwindet er ja gleich. Oh Gott, Kanada und Julia haben eine Skyrim-Kaiserreich-böse, Kaiserreich-nicht-böse Diskussion angefangen. Das ist das Schwarzlicht, mit dem Max seine seltenen 60er-Poster zum Leuchten bringt. Was? Nein. Okay, weg hier.
Moni! Pommes! Oh, sorry. Das ist ja wohl offensichtlich. Das kann ich nicht aufheben. Damit kann ich nicht sprechen. Wow. Verdammt, er hat mich ausgetrickst. So, du willst also etwas von mir, hä? Gut, dann nimm das. Wie brutal. Aber sehr realistisch. Und hier noch was für unterwegs. Was? Ich bewundere Flints geschäftliches Feingefühl. Bitte, Sam, benutze nie wieder das Wort Feingefühl. Na, wenn ich gerade so ein paar im Chat habe, ich habe mir überlegt, eine Morrowind Online anzufangen als Projekt, als Stream. Ganz normaler Hotelnachbar, so ein Nachbar. Also ich bin quasi der Typ als Nachbar. Das bin ich. Treppenstufen. Wow. Treppenstufen. Diese Dinge kann man nicht so... Wir gehen nicht nach oben. Nicht seit des Unfalls. Was? Was? Ich denke, er hat es verdient. Unnötige Gewaltanwendung ist mein Spezialgebiet. Du bist ein liebenswerter Bengel, Max. Hallo, hier, mit Flint sprechen. Das kann ich nicht aufheben. Du sollst runtergehen. Igitt, eine niedliche, schilddrüsenkranke Katze. Lass sie uns mitnehmen und Tesafilm unter ihre Pfoten kleben. Igitt, eine niedliche, schilddrüsenkranke Katze. Ich nenne sie Fäustling, denn man könnte ein flauschiges Paar aus ihr machen. Ich fasse dieses Kätzchen nicht an. Wer weiß, wo er sich rumgetrieben hat. Ich fasse dieses Kätzchen nicht an. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Was? 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 Ich denke, nein. Sprichst du mit mir? Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Das ist lustig. Julia, Saarland den Saarländern. Wir sind die Norddeutschlands im Süden. Saarland den Saarländern! Wow, eine sprechende Katze. Wow, ein dummer Hund. Ihr müsst die Freelance-Police sein. Ja, aber erzähl es nicht jedem weiter. Ich finde ihn niedlich, Sam. Darf ich meinen Tennisschläger mit seinen Barthaaren bespannen? Vielleicht später, Max. Jetzt brauchen wir erst einmal die Anweisungen des Commissioners. Ein dummer Hund. Ja, richtig. Nein, nichts hochwürgen. Entschuldigt, Jungs. Ich habe die Anweisung sicherheitshalber verschluckt. Aber ich kann sie nicht wieder hochwürgen. Igitt, eine niedliche, schilddrüsenkranke Katze. Ich finde ihre dicken Augen abstoßend. Igitt, eine niedliche, schilddrüsenkranke Katze. Ich nenne sie Fäustling, denn man könnte ein flauschiges Paar aus ihr machen. Ich mag den Hasen. Hey, du da, kleiner Kerl. Sprichst du mit mir? Kannst du versuchen, unsere Anweisungen wieder auszuspucken? Sicher. Das ist ein Cyborg-Hase. Tja, keine Chance. Vielleicht könnte ich ein wenig nachhelfen, Sam. Ich würde dieses Vieh gerne einmal umstülpen. Oh, das bringt mich auf eine Idee. Oh Gott. In den Anweisungen steht, dass merkwürdige Sachen auf der Kirmes geschehen. Und ich dachte immer, das gehört dazu.
Vielleicht sollten wir vorbeischauen, wenn wir nichts Besseres zu tun haben. So wie jetzt zum Beispiel. Das ist Max. Das ist Max. Da, sie haben die Bier? Das sind alkoholisierte Tauben. Nur ein paar besoffene Tauben. Ich gebe mich nicht mit diesen Luftratten ab. Ich spreche nicht taubisch. Ich kann mit Tauben nichts anfangen. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Die Musik ist gut. Ich liebe dieses Auto. Du bist ein kranker Schnösel, Sam. Das kann ich nicht aufheben. Damit kann ich nicht sprechen. Ich klick mir einfach durch, weil ich die Dialoge so gut finde. Okay, der Paar. Kirmes. Wird creepy. Verdammt und zugenäht, er ist nicht hier. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir zum Bus zurück und suchen ihn, du Idiot. Ich wusste das. Ach. Geht Mr. Bumpus aus dem Weg, ihr halbnacktes Gesindel. Wer war das? Ich weiß nicht, aber würde die sorglose Atmosphäre der Kirmes nicht mein Gemüt besänftigen, hätte ich ihm seine Kniescheiben gebrochen. Du bist das Teufels Zahnweh, Max. Ich mag Max. Die Cashman-Brüder-Shows. Stopp! Verrückt. Gruselig. Er ist nicht mein Typ. Wenn Sie uns reinlassen, geben wir Ihnen was gegen Magenbeschwerden. Tut mir leid, Jungs, aber wir haben geschlossen. Ich kann euch nicht reinlassen. Versicherungsgründe, ihr wisst schon. Ach, ich hab's gerade gesehen. Ja, das scharfe S anstatt das Doppel-S. Wir kommen wieder, keine Frage. Ich kann es kaum erwarten. Halt, nein, ich wollte noch mit ihm quatschen. Verrückt. Gruselig. Bis später. Nein! Wieso halten Sie uns auf? Tut mir leid, Jungs, aber wir haben geschlossen. Ich kann euch nicht reinlassen. Versicherungsgründe, ihr wisst schon. Ach, wisst mit scharfem S. Lassen Sie uns rein, Sie Benzingurgler. Nichts zu machen. Wer waren diese Neandertaler am Eingang? Was für Neandertaler? Der Kurze mit dem peinlichen Haarteil und der Lange mit den dunklen, unerbittlichen Augen. Ey, ich arbeite hier nur. Sonst noch was? Ich will Popcorn. Ihr müsst schon einen besseren Grund haben, damit ich euch passieren lasse. Ja, Jonas, war gut mit dem Wir Spiel hier. Wir kommen wieder, keine Frage. Ist der Sound in Ordnung? Ich kann es kaum erwarten. Oder ist das Spiel zu laut? Stopp! Alter! Stopp! Okay. Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Das ist mein kleiner Kumpel, bereit zur Tat. Probieren Sie es mal hiermit. Wir sind die Freelance Police. Wir sind berechtigt, hier zu sein. Nun lass uns endlich rein, sonst ersetzen wir dich durch einen billigen, nachfüllbaren Flammenwerfer. Lasst mich dies erstmal dem Boss zeigen. Ich glaube, ihr könnt rein. Aber seid vorsichtig. Eine Kirmes kann voller Gefahren stecken. Das war unnötig rätselhaft. Ich würde mir in meine Hosen machen, wenn ich welche hätte. Damals nicht das und nicht das. Hier was? Scheint alles in Ordnung zu sein. Sam, schau nur dort drüben. Da ist ein Kopf. Wie konntest du nur die Behörden benachrichtigen, ohne mich zu informieren?
Ich habe versucht, mit dir zu sprechen, aber du hast dich wieder in Selbstmitleid gewunden. Ja, aber... Da sind sie. Hi, ich bin Shep Cashman und dies ist mein Bruder Burl. Willkommen auf unserer Kirmes. Was davon übrig blieb? Ich bin Sam, er ist Max. Wir beschützen mit Inbrunst die Rechte der Unschuldigen. Auch so grausam Entstellte, wie ihr es seid. Du, was auch immer. Nun, ihr seht wie die Kerle aus, die unser kleines Problem lösen könnten. Folgt mir. Ich will nicht. Seht ihr diesen geschmolzenen Eisblock? Wie könnten wir den übersehen? Es war unsere Hauptattraktion. Eure Hauptattraktion war ein Bigfoot. Eisblock? Bringt kein dummes Zeug. Oben steht Bigfoot. Unsere Hauptattraktion war ein waschechter, authentischer, lebensgroßer Yeti in Eis. Darf ich mal zusammenfassen? Sie wollen, dass wir das ganze Land durchstreifen auf der Suche nach einem durchnässten Yeti? Davon bekomme ich womöglich Blasen an meinen zarten Läufen. Aber wir müssen Bruno zurückhaben. Er ist eine brutale, ignorante Bestie. Ohne Sinn für Gut und Böse. Hey, wer ist das nicht? Außerdem hat er unsere zweite Hauptattraktion gekidnappt. Den Eisblock? Nein, Trixie. Das Mädchen mit dem Giraffenhals aus Quentin. Sie verschwand zur selben Zeit wie Bruno. Wir gehen davon aus, dass das Monster sie bei seiner Flucht mitgenommen hat. Max und ich werden nach euren verschwundenen Attraktionen suchen. Aber wir müssen uns frei auf der Kirmes bewegen können. Spuren sichern. Ja, und Popcorn ohne Ende, bis wir uns übergeben müssen. Kein Problem. Hier ist ein Tagesticket. Überlasst nur alles uns. Und wir bringen diese Abnormitäten der Natur zurück in eure Obhut, bevor ihr den Koran gelesen habt. Hat er nicht mit Godzilla gekämpft? Was? Alles klar, wir haben einen Witz über den Koran gemacht. For You wird demnächst gesprengt werden. Das Spiel Bigfoot ist geil. Mir macht Spaß, könnten wir nochmal machen. Es ist ein räudiges Büschel Fell von Bruno. Ich glaube, es wäre ein totschickes Toupet für Programmierer mit Haarausfall. Sei nicht albern, Max. Es ist ein Büschel Fell von Bruno dem Yeti. Ich glaube nicht, dass er das möchte. Warum nicht? Diese Dinge kann man nicht zusammen benutzen. Das ist Max. Nein, ich will den Affen wissen. Das ist Max. Ein mutierter Seeaffe. Das ist ein geschmolzener Eisblock. Oh. Er sieht köstlich aus. Was? Er sieht köstlich aus. Warum? Er ist ein netter Kerl, aber auch ein armer Topf. Ach. Erinnert mich irgendwie an Kafka. Ich weiß, dass das dritte Bein hier kein drittes Bein ist. Zwinker, Zwinker. Also das ist es, was man mit dem dritten Präsidentschaftskandidaten macht. Jesse James abgetrennte Hand und sie zuckt noch. Was? Das, nein, ernsthaft, das kann ich nicht aufheben. Hallo? Okay, also aus dem kann ich was rauskriegen. Hallo? Hallo? Okay, wir wissen jetzt alles. Hallo? Hallo? Hi? Was? Hallo? Was? Damit kann ich nicht sprechen. Das ist ein Kopf, da kann man doch damit sprechen.